Willkommen zurück zu Sternschweif. So, wir haben endlich den Salamanderstein gefunden. Hier ist er in den Händen von Arbosch. Und ja, damit können wir zufrieden Finsterkoppen verlassen. Wir haben anscheinend alle Wege jetzt, also Kenntnis über alle Wege gewonnen. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Und Chaigias Fingerfertigkeit ist wieder gestiegen. Die war ja ziemlich im Eimer, nachdem er sich die Finger gehörig verbrannt hatte. So, ich werde hier mal kurz wieder die ursprüngliche Reihenfolge herstellen. So, das sieht besser aus. Und nochmal Xania meditieren lassen. Und eine Tanele oder Tanelen verteilen. Eine dunkle Silhouette hebt sich über euch gegen den Himmel ab. Ein Mann steht dort und starrt auf euch herunter. Nach Lowangen! Ruft er herunter. Bringt es nach Lowang und ihr werdet reich belohnt werden. Dann verschwindet er. Merkwürdig. Der Weg folgt einem Tal, das sich tiefer in die Berge windet und dessen Wände immer steiler werden. Ein um das andere Mal ergeben sich Stellen, die ideal für einen Hinterhalt scheinen. Wollt ihr, wie gewohnt, weitergehen oder vorsichtig nach vorne sichern? So, ich glaube, die Gruppe ist ziemlich hungrig, von daher. Ich nähere ja mal los, schicken. Mireille schafft es, okay. So viel dazu. Hinter der nächsten Wegbewegung taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf. Auf sie mit Gebrüll im Computerkampf. So, wir sind wieder auf einem begehbareren Pass oder Weg angekommen. Das ist erfreulich. Ihr habt hinter der nächsten Biegung eine Bewegung bemerkt, aber als ihr dort genauer nachseht, könnt ihr nichts entdecken. Also irgendwie scheinen wir beobachtet zu werden. Hinter den Felsen tauchen plötzlich vier Orks auf, die euch mit ihren Kurzbögen beschießen. Auf in den Kampf. Und die haben auch noch irgendwelche Kampfhunde dabei. Wir zittern vor Furcht. Na, die Hunde halten ja nicht besonders viel aus. Oh, was war das denn? Thank you.
Zack, ein Schlag und der erste Hund, der nächste Hund ist platt. Der will fliehen, der Kampfhund. Nichts da. Keine Überlebenden. Und der nächste Ork will fliehen. Und er schafft es. Na gut. Ich denke, wir können ja Computerkampf schalten. Ja. Säbel und Peitschen. Ein Säbelzahntiger. Computerkampf. Am Ufer des Welt erreicht ihr eine kleine Siedlung, deren Häuser sich um den Zartempel gruppieren. Die Herberge junger Zwelt bietet Reisenden die Gelegenheit, eine ordentliche Rast einzulegen. Dann gehen wir nochmal in den Tempel und schmeißen ein bisschen Ballast ab. So, werden wir hier mal speichern. Xania wird mir ihren Zauberstab. Achso, nee, überschütten, nee. Den Zauberstab vergiften, weil wir ja scheinbar verfolgt werden. So. Und Chalgia wird auch seine Orknase vergiften. So. Dann verlassen wir den Tempel auch schon wieder und gehen in die Herberge. Speisen hier noch einmal. Man kredenzt euch ein wahrlich erlesenes Menü, bis ihr alle satt seid. Jawohl. Und wir schlafen eine Nacht. So. Gestärkt können wir jetzt weiterreisen und verlassen Yramis. So müsste dieses Örtchen heißen. Ruckartig bleibt Mirel stehen. Von vorne ist leises Geklingel hörbar, das allmählich lauter wird. Je näher es kommt, desto deutlicher ist es, als das Klirren von Waffen und Rüstungen zu erkennen. Wollt ihr euch verstecken? Nein. Etwas später könnt ihr auch zahlreiche raue Stimmen hören, die sich in ungenierter Lautstärke und orkischer Sprache unterhalten. Wollt ihr euch jetzt verstecken? Nein. So, das sind die sogenannten Yramis-Orks. Das ist eine ganz schöne Truppe, wie man unschwer erkennen kann. Dann wollen wir die mal aufmischen. So, Xania wird sich mal beschleunigen. Hellerima!
Und Mirel auch. Wird nochmal Rondra beschleunigen. So. Xania beschleunigt Neria. Akir, Kellerima! So, nochmal einen Blick auf Rondrans Werte werfen. 20-10. Das ist anständig. War nicht so geschickt. Dann bitte mal auf Schwert wechseln. Was? Hä? Ich weiß, was ist das jetzt denn? Oh. Nein. Oh, was ist das denn jetzt?